Hallo, ihr Lieben. Heute geht es um das innere Kind, um die Ahnen, um frühere Leben, um Lebensfreude, um Spiritualität und weitere Themen, die vielleicht noch entstehen, mit der großartigen Anja Plattner. Ich grüße dich. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Freue mich sehr, dass du hier bist. Du hast einen wunderschönen Podcast, der heißt Das letzte Wort hat immer das Herz. Da hast du mich eingeladen. Ich dachte, wie toll, du hast auch so viel zu erzählen. Deswegen bist du jetzt hier. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Ja, voll schön. Ja, ich merke schon, es kommt ganz, ganz viel raus. Das wird ein wunderschöner Raum werden, den wir entstehen lassen. Schön. Ich freue mich. Und euch wünsche ich viel Freude dabei. Ja, ihr Lieben, hallo Anja, freue mich sehr, dass wir hier sind. Du hast ein wunderschönes Buch geschrieben, das auch toll grafisch gestaltet ist. Also ich merke, du bist da mit allen Sinnen kreativ tätig. Du bist ja auch ein sehr kreativer Mensch. Und ich bin ganz erstaunt, als ich gesehen habe und von dir erfahren habe, was du schon alles gelernt hast und welche Wege du gegangen bist. Und deswegen würde mich das natürlich im ersten Teil des Gesprächs interessieren. Das ist ja immer spannend. Wo kommst du her? Die übliche Frage, warst du als Kind schon hellsichtig? Wahrscheinlich tatsächlich schon, aber auf, ich glaube, in einer fühligen Art und Weise. Ja, also ich habe, glaube ich, Hellsinne tatsächlich schon gehabt und habe als Kind sehr viel gefühlt, habe auch den Mond im Fisch. Also das sind die Kinder ja eh immer schon ein bisschen feinfühlig. Und ja, tatsächlich hat das, glaube ich, den Weg auch sehr stark geprägt, weil als Kind war mir alles zu viel. Also diese Schule, ich weiß noch, die zweite, dritte Klasse, Horror mit diesem rechte, linke Gehirnhälfte, die irgendwie nicht so ganz im Ausgleich waren, dieses fast schon im Kopf, dieses Gebrochenwerden, wenn es um dieses Alphabet geht und dieses B, P und links und rechts, das war für mich wirklich ganz schlimm. Da habe ich auch tatsächlich die ersten Erfahrungen mit dem Heilpraktiker damals schon gehabt und es ist ja dann doch schon eine Weile her gewesen, aber meine Mutter, Gott sei Dank, mein Vater auch, waren dafür schon sehr offen und haben mich in diese Welt eigentlich, sag ich mal, der Heilkunde schon sehr, sehr früh heimgebracht fast schon. Und da war ich auch zu Hause. Also Edelsteine, ätherische Öle. Auch tatsächlich, mein Vater hat damals schon meditiert. Der hatte immer gesagt, jetzt lass uns hier 20 Minuten hinsetzen. Und ich immer nur so, oh, ist das langweilig, was soll das eigentlich? Also ich bin damit tatsächlich groß geworden. Und deswegen waren, glaube ich, die Hellsinne auch schon da. Ja. Und wusstest du schon recht früh, wo du hin willst, was du tun möchtest? Gar nicht, weil ich wusste noch nicht mal, wer ich wirklich bin, weil bei mir war es so, das habe ich damals natürlich gar nicht verstanden, was da alles für Gründe waren, aber mich hat niemand als Mädchen erkannt. Das heißt wirklich, also es ist nicht übertrieben, sondern ich war der große Bruder. Und das heißt und das war so bis 12 ungefähr und die Ausmaße. Weil du sehr groß schon warst als Kind? Ich war schon sehr groß, genau, und hatte schon so kurze Haare, die dann aber so wirr wachsen. Und tatsächlich haben sie mich alle nicht erkannt. Das heißt, ich wurde nicht gesehen und als wurde nicht die du bist. Genau. Ja. Und wenn du immer im Restaurant mit den Eltern sitzt und der große Bruder und was hat der Junge und so, das war ja für mich völlig normal. Aber das heißt, die Ausmaße davon, gar nicht als Mädchen und als Frau gesehen zu werden, wer ich eigentlich war, das habe ich wahrscheinlich bis heute noch gar nicht wirklich durchdrungen, weil das ja so essentiell ist. Und dadurch war das, wo will ich hin? Vergiss es, es war erstmal, wer bin ich, war die große Frage. Ja. Und das war dann in der Pubertät, haben sie mich dann Gott sei Dank alle angefangen zu erkennen. Da war das dann nicht mehr so. Gott sei Dank. Aber das heißt, die Kunst und die Kreativität, die Märchen, die Geschichten waren damals eben schon mein Anker, mein Zuhause, mein Wegtauchen. Und das hat mir damals natürlich schon total gut getan und das ist auch geblieben. Ja, und wie ging es weiter? Also du hast ja dann dich wirklich sehr interessiert für seelische Themen, hast verschiedene Ausbildungen gemacht. Wie ging da so aus einem Leidensdruck heraus auch, oder? Ja, also erstmal in der Pubertät war dann dieser Aspekt, wo geht es eigentlich hin, eine völlige Überforderung. Also ich würde auch im Nachgang sagen, da war ich schon nahe der Depression, wahrscheinlich auch nahe einer Essstörung und so weiter, weil ich so überfordert war, wo soll es eigentlich hin? Also ich habe ein großes, deswegen habe ich auch heute einen großen
ein großes Herz tatsächlich für Kinder oder innere Kinder, weil diesen Schmerz, den ich auch damals im Unbewussten natürlich gefühlt habe, den erkenne ich natürlich heute. Und in dieser ganzen Bandbreite sehe ich ihn dann natürlich. Ja. Und ich bin erstmal völlig orientierungslos in die Welt raus und habe diverse Dinge probiert. Ich habe eine Reiseverkehrskauffrau-Ausbildung gemacht gehabt, habe dann da ein Stipendium bekommen. Bist du viel rumgekommen? Ne? Das genau, ist auch was Schönes. Genau, bin viel gereist damals. Ja. Ich glaube, die Spitze war 12-mal im Jahr und das mit einem Reiseverkehrskauffrau-Gehalt war, ich glaube, von ein paar hundert Euro war schon unglaublich. Das war richtig schön auch, aber da war eben auch so diese Frage, wie soll man eigentlich in der Gesellschaft mit 1.700 Euro damals Bruttogehalt, wie soll man das eigentlich schaffen? Und da kamen dann schon so Fragen, wo geht's hin und was soll das und da. Und ich bin dann beim Film gelandet tatsächlich, weil die damals eine Reiseverkehrskauffrau gesucht hatten. Und so bin ich in eine Welt rein, die wiederum ja meinem inneren Kind damals schon so gut getan hat. Das heißt, ich war in einem Feld von Geschichten, von wir erschaffen Welten, der Film erschafft Welten. Und ich war in der Werbung, deswegen haben wir in sehr kurzer Zeit Welten erschaffen. Das war sehr aufregend, war sehr spannend. Und da bin ich dann tatsächlich erstmal 12 Jahre gewesen. Ja. Habe da auch mit Hollywood zusammengearbeitet. Gerald Butler hatte mich im Arm. Nena, Fanta 4. Ich saß mal irgendwann am Set so mit meinem Fuß gewuppt und daneben saß Fanta 4 in dem Fall und haben auch beide mit dem Fuß gewuppt und dann eben noch ein paar Menschen dazu. Und ich habe dann gedacht, wie verrückt ist das eigentlich mit deren Musik ich in meiner Jugend sitze ich jetzt hier einfach. Toll. Und deswegen waren es so surreale Welten zum Teil, die sehr spannend, sehr fordernd auch waren, die mich aber dann 2013 tatsächlich an den Rand gebracht haben, weil es ein Feld war, in dem ich nicht in meinen Stärken gearbeitet habe. Das heißt, so Genauigkeit, Zahlen, also ich hatte da Millionen Projekte und so eine Million in Einzelbeträgen, da hat man schon mit Zahlen zu tun, waren 100, 150 Leute am Set, sehr viel delegieren. Jetzt bin ich sehr feinfühlig, jetzt kann man sich vorstellen, 150 Menschen zu delegieren als feinfühliger Mensch ist eher konträre Energie. Oder ist ja auch toll, dass du es trotzdem gelernt hast. Genau, ich habe es nicht verkehrt, so also, die Fähigkeit zu haben. Genau, total gelernt, ich war da auch gut drin, aber es hat mich halt unglaublich viel Energie gekostet. Ja. Und das ist auch das, wenn man sagt, manchmal fühlen sich Dinge einfach deswegen falsch an, weil sie so viel Energie kosten, aber nicht, weil die Welt unbedingt falsch ist. Gut, wichtiger Hinweis. Ne? Ja. Burnout, es gibt auch Bore-out, das kann auch Energie kosten, wenn es zu langweilig ist. Aber auf jeden Fall, wenn ich Energie verliere, hinterher stimmt es einfach nicht. Genau. Und dann darf ich schauen, was ist los, oder? Genau. Und deswegen ist man manchmal in Welten unterwegs oder in Feldern, wo außen alles passt, also tollste Hotels, tollstes Essen, tolle Menschen, tolle Welten, viel Geld, viel gereist, 5-Sterne-Hotels, oder wirklich Essen, was ich mir niemals kaufen würde, weil ich mir denke, um Gottes Willen, war für mich normal. Und trotzdem hatte ich einfach keine Energie. Ja, und trotzdem hält man es erstmal ein bisschen länger durch, weil das schon toll ist, die Verführungen und so. Genau. Aber irgendwann. Genau. Ja, okay. Und das ist das, ich bin daran kaputt gegangen, weil der Film ist oberflächlich. Die Menschen operieren gefühlt am offenen Herzen an einem Film. Und dabei ist es einfach nur eine Werbung. Ja. Jetzt, wenn ich aber von meiner Seele her, von meinem Seelenauftrag natürlich trotzdem mit Sinn zu tun habe, Sinnhaftigkeit, Kreativität, Ideen, Zahlen und Genauigkeit ist nicht das Feld, wo ich zu Hause bin. Ja. Genau, und das war 2013, war ich kurz vorm Burnout, war kurz vorm Zerbrechen tatsächlich, habe mich komplett verloren und also wenn du mich gefragt hättest, was macht mir Freude, was tut dir gut, wenn ich dir jetzt das und das Geld gebe, was würdest du damit machen? Und ich hatte auf alles eigentlich keine Antwort. Und interessanterweise war das hier ums Eck, ich bin gerade hier ein bisschen spazieren gegangen. Schon erzählt vorhin, genau. Und konnte diese Energie wieder spüren. Und das heißt, diese Orientierungslosigkeit, ich sehe meinen Weg nicht mehr, ich kann nicht mehr aufhören, drüber nachzudenken, dieses Gedankenrasen, das Rattern, Unverträglichkeiten. Ich konnte ganz, ganz viel Essen nicht mehr bei mir behalten. Also Schlafstörungen, also viel war dabei. Ja, ja. Genau, und da bin ich ins Nichts gesprungen. Und das ist das, was ich den Leuten wirklich an alle, die in dieser Situation sind, die Angst wird bleiben,
die Angst vor dem, ich sehe den Weg nicht, aber du musst erstmal dieses Haus abbrennen, bevor du ein neues erbauen kannst. Aber das kann ich doch auch sanft machen, das oder? Das kannst du auch sanft machen. Kaputt machen. Genau, aber nicht so wie ich, wenn du so lange wartest. Weil wenn der Körper schon reagiert, wenn du nicht mehr schlafen kannst, wenn du auf diese Fragen keine Antworten mehr hast, dann würde ich sagen, es ist 5 vor 12. Ja. Nicht, dass du dann wirklich einen Burnout hast und wirklich der Körper sagt, jetzt ziehe ich hier den Stecker. Da darf dann schon ein bisschen radikale Selbstverantwortung gelebt werden. Wow, also ich spüre gerade auch so eine Parallele, ungefähr, nicht ganz, aber ich war ja auch in der Film-Fernsehszene unterwegs als Schauspieler und merkte auch immer, eigentlich will ich nicht fremde Rollen, fremde Emotionen. Mhm. Und da kam nicht ein, nicht aus, ich musste erst krebskrank werden, bis ich spürte, ich muss meinem Herzen folgen. Ja, also ja. Und okay, deswegen meine ich, gehört da wirklich radikale Selbstverantwortung, weil irgendwann musst du dann eine Entscheidung treffen. Und wir treffen sie ja meistens nicht, weil wir nicht wissen, wohin dieser Weg führt. Also ich weiß ja nicht, wohin es geht. Aber dieses Vertrauen ins Leben, in sich, das wird schon alles gut, das, wenn ich auf mich achte und auf mich, auf meine Intuition höre. Genau, und das habe ich dann lernen dürfen. Ja, und, dann, und jetzt wissen wir, wie es geht. Aber erstmal ist es eine fette Krise, oder? Ja. Aber ich glaube halt auch, eine Krise, erst dann öffnet sich meine Seele wirklich. Dann bin ich wirklich bereit, Neues zuzulassen. Vorher bin ich es ja gar nicht mit all meinen Mustern, oder? Ja, stimmt. Wobei ich sagen muss, ich fand die Zeit davor, das Feststecken, jeden Tag dahin müssen, zu wissen, es ist nicht mehr richtig, war dann natürlich auch, ich hatte da damals eine Chefin, die mich total gemobbt hat, fertig gemacht hat. Das war ein Raum, der war brutal. Mhm. Und das ist viel, viel schlimmer. Also das dann danach ist überhaupt, ist eigentlich fast ein Zuckerschlecken, weil du frei bist. Ja. Aber die Krise ist davor. Also das Schlimmste ist eigentlich schon überwunden, sobald du springst. Mhm. Also das, die Angst vorher zu springen und sich zu entscheiden, würde ich zu allem sagen, das ist eigentlich die schlimmere Phase, dieses Rumschwimmen dazu. Also habe den Mut, dich immer wieder bewusst zu entscheiden, wenn was nicht mehr stimmt, was will wirklich sein. Genau. Okay, wow. Mhm. Und dann wusstest du, nö. Zumindest, dass du das Alte nicht mehr willst, wusstest du Ich wusste, war mein 30. Geburtstag, das war so ein Strich drunter ziehen und mal sagen, okay, was stimmt hier eigentlich nicht? Ja. Und dann war, dann bin ich wirklich gesprungen ins Nichts. Das war so ein Bild, was ich aufgemalt hatte. Ich stand auf dem Steg, unter mir schwarzes Wasser und du musst in das schwarze Wasser reinspringen. Okay. Und das ist so, what? Okay, und das habe ich dann gemacht. Und tatsächlich, da wurden eigentlich tatsächlich Kräfte frei und dann ging es los. Ich habe mich selbstständig gemacht, habe tatsächlich parallel Ausbildungen gestartet und habe die Welt der tatsächlich des Herzenheilens erstmal für mich entdeckt durch Kunsttherapie. Habe dann durch das Malen, also von früher habe ich natürlich schon immer gern gemalt, habe die Welten versucht mal kennenzulernen und ich wusste ganz lange nicht, wohin mich der Weg führt, gar nicht. Ja. Und so kam eins zum anderen und irgendwann stand ich dann tatsächlich auch als Lehrerin in der Schule, weil ich plötzlich Schulfach Glück unterrichtet habe, war plötzlich mit Kindern im Raum. Das glaube ich sofort. Glück für Kinder, da bist du die Richtige. Ja, schön. Ja. Habe dann auch unterrichtet plötzlich, wo ich dachte, okay, wie kam das denn jetzt? Also da war's, haben sich einfach Türen geöffnet, von denen hätte ich im Vorfeld also ich hätte die mir nicht manifestieren können, ich hätte sie mir nicht ausdenken können. Die sind einfach passiert, indem ich dann losgelassen habe. Toll. Schulfach Glück für Kinder, das ist ja großartig. Mhm. Was sind da so die wichtigsten Botschaften? Geh vom Erdulden ins Gestalten. Oh. Ja, das heißt tatsächlich, wenn du in Situationen bist, wo du feststeckst, wo du nicht rauskommst und du kannst tatsächlich nicht raus, wie kriegst du das gestaltet, sodass diese Situation für dich gerade möglich ist, da durchzugehen? Zum Beispiel vom Wählersucher zum Schatzfinder sind so Sachen, dass man in der Schule natürlich immer die Fehler sucht und nie den Schatz. Toll. So Haltungen sind im Schulfach Glück. Ja, ich glaube, mittlerweile über 100 Schulen in Deutschland unterrichten das schon. Genau. Aber war dann auch ein Zeit, wo dann andere Dinge wieder wichtiger wurden. Da kam dann die Traumatherapie. Da musste dann Schulfachglück erstmal wieder warten. Du bist ja auch sehr vielseitig und immer wieder neu interessiert. Mhm. Das ist die typische Künstlernatur, kann ich total nachvollziehen. Und dann hast du Bücher geschrieben und bist weiter kreativ. Und das ist und wahrscheinlich entstehen auch immer wieder neue Ideen und Projekte, immer. Oder? Was ist gerade so jetzt aktuell? Was gibt's da so? Dein toller Podcast, der wirklich großartig, müsst ihr mal reinhören. Wir verlinken es euch. Danke.
Ja, tatsächlich ist der Alltag, sag ich jetzt mal, so dieses Normale, was für mich heute normal ist, dass ich sage, ich arbeite mit Menschen, ich gebe meine Kurse. Das läuft natürlich immer, aber es gibt immer Projekte, die, ja, brauche ich dir nicht sagen, die gerade mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dieses Jahr wird es mein neues Buch sein. Das wird für Jugendliche sein, die in Ah, der schön. Pubertät sind oder Jugendliche, um die 11 fangen die meisten ja dann an. Tatsächlich die erste Pubertät ist die erste große Veränderungsphase, beziehungsweise vielleicht auch die erste Krise, die ich annehmen muss, ohne dass ich rauskomme. Und wie kriege ich diese Krise vielleicht gestaltet? Weil die Pubertät ist ja etwas, wo die Kindheit verabschiedet wird. Und ich glaube, dass das deswegen so schwer ist, weil wir sie nicht verabschieden, weil wir den Raum für die Trauer, dass ich sage, hey, mein Kind, das spielt, das darf ich jetzt so ein bisschen integrieren oder loslassen, weil ich werde zur Frau, ich werde zum Mann. Und es braucht diese Initiation dieses neuen Lebensabschnittes, weil alles sich verändert. Dein ganzer Körper verändert sich, deine Einstellung, deine Emotionen. Und ich glaube, dass gerade jetzt, aktuell, durch diesen Weltenwandel es ganz wichtig ist, dass Kinder keine Angst mehr vor Veränderungen haben, sondern dass sie eben in sich eine Kraft haben oder auch jeder Erwachsene natürlich, sodass man resilienter wird, um mitzuschwingen in dieser Veränderung. Dass diese Neuzeit, alles so Genau. hier, Luftzeitalter, viel Genau. schneller, wandelt Genau. alles. Und Genau. wie du schon sagst, für Eltern ist es ja genauso wichtig, Genau. sowas zu lesen, sich damit Genau. zu beschäftigen. Ja. Und meine Hoffnung ist halt, wenn zum Beispiel Eltern mit Kindern dieses Buch lesen, dass dann die inneren Kinder von diesen Eltern, auch die damals in der Pubertät niemanden hatten, jetzt Heilung erfahren durch den Erwachsenen, weil ich glaube, die Lösung tatsächlich in vielem ist, wenn ich mir selbst die Mama, der Papa sein kann, den ich mir damals gewünscht hätte oder die, dass dann Heilung auch jetzt im Ja, so aktuellen ist es, Feld ja, das entsteht. stimmt. Genau. Das habe ich auch irgendwann eher un. Ich habe lese immer 1000 Bücher, aber das habe ich eher unbewusst auch irgendwann kapiert, dass es total schön ist, der eigene Papa und Mama zu Genau. sein. Da ändert sich wirklich was. Ja, schön. Genau. Und Toll. ich glaube, wenn wir weggehen von diesem, ich brauche das im Außen, ich brauche dich, damit du mir das gibst, die Anerkennung, dass du mich siehst, damit, da, 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 da. Wenn ich das schaffe, mir das selbst zu geben, dann werde ich immer freier, tatsächlich, glaube ich. Total. Und du sprühst ja voller Lebensfreude. Wie kommen wir in Lebensfreude? Wie geht das? Frage ich jetzt mal für Menschen, die traurig sind, depressiv sind, was ich ja auch mal war und du auch, wie du gesagt hast. Ich glaube, der erste Schritt ist das Annehmen der Gefühle, die gerade sind. Ich glaube, das ist der allererste Schritt, es nicht wegzudrücken bzw. zu kompensieren, sondern zu sagen, ich erlaube mir, dass dieses Gefühl gerade da ist und nicht unbedingt, dass ich mich dem hingebe, sondern dass ich in das Gespräch gehe. Zum Beispiel, dass ich sage, weiß ich nicht, die Trauer, liebe Trauer, was kann ich denn jetzt gerade aktuell tun, damit es dir besser geht. Und was die meisten aber machen, sie packen ja die Trauer weg oder essen dann oder schauen Netflix oder schauen ins Handy. Aber dadurch wird die Trauer ja nicht gesehen. Und wenn ich mich mit der Trauer unterhalte und sage, hey, da und da, das brauchst du gerade und ich gebe der Trauer das, dann ist die meistens gar nicht so lange so stark da. Oder dann auch zu sagen, wenn zum Beispiel ein Verlust da ist, sich wirklich auch mit dem Verlust zu beschäftigen und zu erlauben, dass alles da sein darf. Also sowohl die Trauer, und wenn ich mal durch die Trauerphasen ein bisschen durchgegangen bin, sich nicht schlecht zu fühlen, wenn vielleicht die Freude kommt, dass ich dann kein schlechtes Gewissen habe, dass ich jetzt vielleicht einen schönen Moment habe, obwohl ich doch eigentlich traurig sein müsste. Also auch diesen ganzen Kontrast des Lebens, also die ganze Bandbreite der Emotionen, sich zu erlauben und hinzuschauen. Und was wir aber machen, ist, ich sage immer, das nenne ich so Midtown, das ist die Stadt in der Mitte. Da fühle ich mich Da ist dann alles ganz sicher, sicher. so, Genau, das kenne ich. genau. Aber jetzt in Farben gesprochen, ist es so, wenn ich Komplementärfarben mische, ergibt es Grau. Und so ist auch mein Midtown. Mein Leben ist dann grau. Von alles nur allem nur ein bisschen, aber Genau. bloß keine Extreme und Genau. so, Weil da bin ich vermeintlich sicher. Und wenn ich halt diese Sehnsucht habe nach mehr Liebe, nach mehr Leichtigkeit, nach was auch immer, dann muss ich die andere Seite auch aufmachen. Und so öffne ich quasi den Raum und verlasse mein Midtown ein bisschen und begebe mich aber natürlich auch in eine Unsicherheit, weil das macht ja auch ein bisschen, überfordert ja manchmal auch diese vielen Emotionen. Ja.
Genau. Na gut, und natürlich darf man nicht vergessen, es gibt Menschen, die sind traumatisiert, die haben auch Angst, in ein Loch zu fallen. Das heißt, du musst es nicht alleine tun. Genau, ja? Natürlich, natürlich. Ja. Also auch da sich überhaupt mal zuzugestehen, dass wir alle wahrscheinlich traumatisiert sind im Unbewussten. Glaube ich eben auch, ja. Ja? Der eine mehr oder andere weniger, genau. Aber wer kann schon sagen, ich hatte eine glückliche Kindheit, beide Eltern waren erleuchtet, eher selten. Ja, und wenn man halt dann jetzt nochmal den Raum nach hinten aufmacht, ja, also wenn wir einfach uns mal erlauben, dass, ja, dass die Auswirkungen der Erlebnisse meiner Großeltern auf mich heute auch eine Auswirkung haben, dann ist es vielleicht so, dass die Trauer nicht mal meine Trauer ist, sondern die Trauer von dem Verlust von der Oma, weil der Opa nicht aus dem Krieg kam. Ja? Und die konnte aber nicht aufgefangen werden und deswegen ist die vererbt. Und dann trage ich im Rucksack eine ungelebte Trauer von der Oma und habe quasi heute mit Trauer zu tun, die ich dauernd versuche wegzupacken. Mhm. Und wenn ich mich damit beschäftigen würde und mal den Raum für transgeneratorische Traumata, meine eigenen Traumata, wenn ich das öffne, ohne immer nur, das ist jetzt Krieg, Vergewaltigung oder so, sondern ein Trauma kann auch, ich muss vor der Klasse ein Referat halten sein und weggehen von der Bewertung. Und Bewertung so, das kann ja nicht sein, dass das jetzt von da hinten kommt. So. Wenn ich einfach den Raum öffne, dann kann einfach Heilung entstehen. Mhm. Und dann, wenn ich da durchgegangen bin, was auch immer das dann ist, und es hört nicht auf, sondern ich lerne quasi durch diese Täler durchzugehen, dann entsteht auch Leichtigkeit. Toll. Und im Vorgespräch haben wir geplant, so elegant in dieses Thema hinein zu diffundieren, ahnen frühere Leben. Das heißt, wir sind ja mit einer größeren Vergangenheit verbunden. Mhm. Das muss ja nicht ein Rucksack sein, der anstrengend ist. Sind ja auch Talente und Qualitäten damit verbunden, die wir mitnehmen, sowohl von den Ahnen als auch aus dem früheren Leben. Ja. Und das finde ich total spannend, weil ich merke auch unbewusst, höre ich dann immer auf, denke über meine beiden Eltern nach, habe Mitgefühl, ich weiß, wie sie gelitten haben, dann denke ich nicht weiter drüber nach. Aber in der Tat, deren Eltern waren ja nur wirklich, wahrscheinlich sogar in zwei Kriegen. Mhm. Und das ist wirklich, und viele Psychologen sagen heute ja auch, ja, in jeder zweiten Sitzung kommt das Thema auf. Und trotzdem ist es in der Gesellschaft noch gar nicht so wirklich präsent. Woran liegt das eigentlich? Also ich kann ehrlicherweise darauf gar nicht antworten, weil das für mich unvorstellbar ist. Also ich frage mich nicht daran immer, zu denken. Ja, also klar, in meiner Arbeit, ich habe das ständig. Für mich ist das für mich ist das absolute Realität. Ja. Und es ist so, wie wenn jemand zu mir sagt, die Welt gibt, also es gibt doch keine Farbe Blau. Ja. Wovon redest du? Also da habe ich tatsächlich keine Antwort, warum das so ist. Ja. Aber ich glaube, dass viele es immer noch als vielleicht so in die Kategorie Esoterisches, was Schlechtes, ich weiß gar nicht. Oder also, Schamanismus, das ist ja nicht unsere Kultur. Genau. Ja. Also irgendwie so in irgendwelche Kategorien stecken, die nichts mit tatsächlich Wissenschaft und schon Belegen, Studien und so weiter zu tun haben. Also weil die Epigenetik beschäftigt sich ja nichts mit nichts anderem. Und ich meine, warum sollte ich etwas täglich in der Arbeit haben, in der Traumaarbeit, was es nicht gibt. Ja. Also, sehr spannend. Also Epigenetik wusste ich gar nicht. Ich dachte, Epigenetik, da geht es halt darum, wie unsere Gene von außen beeinflussbar sind und sich verändern können. Aber es hat auch mit früheren Generationen zu tun. Magst du das mal erläutern? Also man kann sich ein bisschen so vorstellen, dass so eine Zelle an Informationen wie ein großes Buch ist. Ja? Also und in diesem großen Buch ist eine riesen Gebrauchsanleitung. Und ich nehme einfach mal das Bild, dass das so ist, als würdest du eine riesengroße Villa mit allen extra die du dir vorstellen kannst, dass du die bauen kannst. Aber du hast nur den Zugriff auf Seite 50 bis Seite 70, weil da so wie so Marker drin sind, die das Buch nur in diesen Seiten freilassen. Ja. Und diese Marker sind quasi das Traumaverhalten, was sich vererbt hat. Und das heißt, also mal an einem Beispiel, dass Sichtbarkeit, nehmen wir mal an, deine Oma ist in einer Zeit groß geworden, wo man nicht unbedingt seine Wahrheit sprechen konnte, wo man vielleicht nicht mit Heilwissen rausgehen durfte, weil man dann angezeigt, angeklagt und vielleicht sogar umgebracht wird. Ja, also mal so, das ist jetzt ja nicht, gab es ja zur Genüge. So, das heißt, damit das Leben weitergehen kann, ist das Verhalten so, sei ruhig, sei unauffällig und mach das im Stillen, im Verborgenen. So, diese Marker sind drin
und werden quasi weitervererbt. Mhm. Und dann ist es so, dass du mit Zellinformationen auf die Welt kommst, wo es heißt, Seite 50 bis Seite 80, sage ich jetzt mal, wenn es um Thema Sichtbarkeit geht oder mit Heilwissen rausgehen, dann haben deine Zellen quasi gar nicht die ganze Villa, sondern nur den Notfallplan einer kleinen Holzhütte. Ja. Und wahrscheinlich ist ja das eine in den Zellen und das andere ist auch noch das Vorgelebte von den Eltern, die ja auch innerhalb dieser Grenzen nur leben können, oder? Ja, das sind zwei Sachen, genau. Ja. Also es ist, diese Marker sind drin, obwohl du vielleicht bei deinen Eltern nichts abschauen konntest. Die weil sind du deine, drin. Genau, das, weil du deine Eltern nicht kennengelernt hast. Also das heißt, du könntest auch im Heim groß geworden sein, hättest niemand nichts mitbekommen und deine Kinder haben trotzdem das Verhalten von den Großeltern, die sie nie kennengelernt haben, wovon sie auch gar nichts wissen. Ja, wow, hätte ich nicht gedacht, wusste nicht. Okay. Ja, so. Und du hast ja auch so schöne Beispiele, woran ich erkennen kann, dass ich eventuell, dass ich gar nicht in Anführungszeichen selber schuld bin, sondern ich kann einfach nicht anders, wie ich kann. Wenn ich das jetzt feststelle und wenn ich zum Beispiel gar nicht viel weiß über meine Oma und Opa, kann ich da trotzdem irgendwie an diesen Themen arbeiten und wie? Also erstmal ist es so, wir können diese Marker verändern. Ja. Also durch Bewusstseinsarbeit, durch Arbeit, innere Heilung und so weiter, kann ich diese Marker tatsächlich rausnehmen. Also Hypnose zum Beispiel ist etwas, da kannst du dann ins Unterbewusstsein gehen, diese Marker lösen, ohne dass du die Geschichte weißt, also weil die Zellen machen das dann quasi in Anführungsstrichen schon selbst. Das Unterbewusstsein sagt, nee, hier liebe Zelle, du hast doch nicht nur Seite 50 bis Seite 80, schau mal, da ist das ganze Buch da. Und dann bist du wieder freier in deinem Handeln und kannst quasi neu wählen, weil du hast nicht nur diese Marker. Heißt nicht, dass du dann die ganze Villa bauen musst, sondern du kannst einfach entscheiden, wie du es gerne machen möchtest. Und deswegen gibt es da halt viele Arten, was du da tun kannst. Ja, und es hat auch gar nichts mit Schuld zu tun, sondern ich mag das Wort gerne, dass man sagt, das war der Preis dafür, dass es dich heute gibt. Oh, schön gesagt, ja. Ja, also, weil die mussten ja, also durch viel durch. Ja. Und wie du vorher gesagt hast, da gibt es auch ganz viel Stärken. Mhm. Also das heißt, durch die Hypnose und durch diese Aktivierung im Unterbewusstsein kann ich auch zum Beispiel sagen, deine Ur-Ur-Ur-Oma war zum Beispiel Heilerin, hatte schon ganz viel Heilwissen. Dieses Wissen ist auch in dir. Und das aktivieren wir jetzt, weil diese Marker zum Beispiel auch draußen sind. Ja? Also das heißt, es können auch ganz viel Ressourcen, Durchhaltevermögen, Disziplin, auch Motivation, Dinge aufzubauen, Community, wir machen das zusammen. Da sind ja ganz viele Ressourcen auch drinnen, die quasi aktiviert werden können, wenn wir erstens an unserem Platz stehen, systemisch, und zweitens natürlich in Vergebung gehen, in Heilarbeit gehen, also dass die Ahnen tatsächlich mir den Rücken stärken und sagen können, ja, wir stehen hinter dir. Und ich wiederum bin total dankbar, dass sie den Weg so gegangen sind, weil es sonst gäbe es mich heute dankbar nicht. Auch wichtig dankbar sein, anerkennen und so. Total. Ja. Und dann auch, es gibt ja auch viele Familien, die vielleicht Familienmitglieder hatten, wo man sagt, das sind schwarze Schafe, über die spricht man nicht. Hä? Oder auch Kinder, die nicht geboren werden konnten, Abtreibungen. Das sind alles sehr schambehaftete oder eben bewertete Themen, klar, wo auch Schuld mit im Spiel ist. Aber wenn das alles nicht gesehen wird und totgeschwiegen wird, dann hat dieses Schweigen ganz viel Auswirkung auf mich heute. Und dann geht es tatsächlich dann darum, auch diese Wahrheit ans Licht zu bringen. Ja, und diese ja. Wahrheit kann manchmal auch sich ausdrücken in Form von Krankheiten zum Beispiel, damit das Leid, was schon in den Ahnen auch noch immer ist, durch dich sichtbar wird, damit es in die Heilung geht. Wie so eine Erstverschlimmerung, ne? Genau. Zur Heilung. Okay, jetzt kann ich, also wenn ich von meinen Großeltern weiß oder Eltern viel weiß, es hilft wahrscheinlich schon, die Biografie mir genauer anzuschauen. Wie kann ich es verhindern, dass ich mich darin wieder verliere? Weil es gibt ja auch Menschen, die graben jahrelang in ihrer Vergangenheit noch eine Therapie. Du spürst, da ist gar keine Veränderung da, weil man vielleicht unbewusst versucht, das auch noch zu verstehen und dann. Also ich weiß gar nicht, ob ich das alleine könnte, ehrlicherweise. Ja. Also wirklich in den Heilungsweg dann zu gehen, weil das ist ja so, als würde ich mit meinen Zellen die Also Botschaft, such dir eine Begleitung. Würde ich sagen, in dem Fall auf jeden Fall. Ja. Aber die Vorarbeit, die Biografiearbeit, die ist schon spannend, um zu schauen, was sind denn so Parallelen? Wo ist der rote Faden? Also nehmen wir jetzt einfach mal an, wenn ich zum Beispiel, ich möchte mich selbstständig machen und in meiner Familie waren alle angestellt. Ja.
dann könnte es sein. Selbstständig, plötzlich ist eine Unsicherheit da, genau, eine Angst. Genau, warum eigentlich? Ja, ja, ja. Aber ich habe ja so ein, auch, ich habe ja auch einen Loyalitätsvertrag mit meiner Familie. Mhm. Und es kann auch sein, dass dann die Familie hinter mir sagt, nee, auf keinen Fall, das kannst du nicht machen und so weiter. Ja? Und ich dann wiederum aus Loyalität da so ein bisschen einen Konflikt habe. Und wenn man das dann zum Beispiel auch dreht und sagt, ich gehe diesen Weg, weil es mein ureigener Weg ist, auch wenn ich ihn anders gehe, gehöre ich zu euch dazu. Ich verlasse euch nicht. Das sind zum Beispiel auch Dinge, die ganz wichtig sind in der Arbeit zum Beispiel auch. Also es geht nicht nur um Heilung, sondern auch sich zu committen, ich gehöre zu euch, auch wenn ich es anders mache. Und genauso auch Familienunternehmen. Ja, also wenn das Familienunternehmen sind, die schon ewig in einer Familie sind und ich übernehme das, würde ich immer raten, geh da mal rein in die Energien und in die Arbeit von den Ahnen, weil vielleicht mag dein Opa die Firma nämlich noch gar nicht aus den Händen geben und das hat dann energetische Auswirkungen, wie du deine Firma führst. Ja? Weil der sagt, ich habe das aus dem Nichts rausgebaut und es ist meine Firma und ich kann die noch nicht loslassen. Die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn er gestorben ist, dass der noch da ist und immer noch an der Buchhaltung sitzt und seine Finger überall im Spiel hat, ist sehr hoch. Toll. Ja. Also diese Loyalität finde ich jetzt auch mal ganz interessant, weil es gibt ja so dieses eine Bild, dass man sagt, als Kind hat man sich angepasst aus Liebe zu den Eltern und deswegen macht man es. Aber Loyalität ist nochmal eine andere Ebene, sozusagen eine Treue zum Familienbund, oder? Und das wird auch, das übernimmt das Kind unbewusst, so würdest du sagen? Okay. Ja. Also das merkt man zum Beispiel ganz häufig beim Thema Geld und Erfolg. Aber auch glücklich sein. Ja, also oftmals ist es wie so ein bisschen, ich kann da nicht mehr raus, weil dann würde ich drüber hinaus wachsen, wenn es zum Beispiel die Eltern sind. Mhm. Und dann verlasse ich ja die Eltern oder die Gefahr ich erlaube besteht. Mich, mir glücklich und lustig, fröhlich zu sein, während die Eltern wirklich ein schweres Leben haben. Genau. Und deswegen geht man so, ich gehöre zu euch dazu. Und dann darf man nicht mehr Geld verdienen, darf man nicht erfolgreicher sein, nicht glücklicher sein, sondern man bleibt hier stehen. Und das kann dann eben im Business genauso sein, dass du sagst, du hast Mechanismen, die dafür sorgen, dass du hier nicht weiter wächst. Obwohl dein Marketing super ist, deine Homepage super ist, aber dein energetisches Feld macht nicht weiter auf. Aber das ist wirklich spannend. Das heißt, das ist ja auch so eine Detektivarbeit, wahrscheinlich herauszufinden, was liegt da, was ist da jetzt los, welche Muster. Ja. Und dadurch, dass du so viele Ausbildungen hast, kannst du wahrscheinlich verschiedentlich arbeiten. Ja, ich liebe das, dass du gerade sagst, Detektiv. Ich sehe mich immer so ein bisschen als Sherlock Holmes. Ja, super. Also, und zwar ein Sherlock Holmes, der so im Kino mit der Klientin sitzt und sagt, jetzt schauen wir mal, wo ist dein aktueller Film? Und dann das ist das Thema. Okay, dann lass uns jetzt mal in der Geschichte zurückspulen und dann schauen wir, ist es in deinem Leben, ist es dahinter? Und dann wird mein Sherlock Holmes sehr, sehr aktiv und das ist tatsächlich, ist tatsächlich eine gewisse Detektivarbeit, aber die liebe ich. Also die macht Freude, ne? Vor allem, wenn man sieht, dass die Menschen da wieder aufblühen. Ja. Gell? Wunderbar. Also dieser Aspekt ist auch für mich manchmal noch viel zu unbewusst oder ich gucke da gar nicht so drauf, ahnen und so. Stimmt, ich hatte ja auch Großeltern, mal sehen, wie es ihnen ging. Full übers Leben ist für mich stattdessen Gang und Gäbe. Hm. Und es sind eben beide Einflüsse. Hm. Das finde ich so spannend. Wie kann man eigentlich das eine vom anderen unterscheiden? Muss man es überhaupt unterscheiden? Oder wahrscheinlich auch der Detektiv sagt, ja, hier früheres Leben, gehen wir da rein, oder? So. Also ich habe tatsächlich auch öfters mal den Fall, dass wir mit einem Ahnen-Thema arbeiten und dann stellt sich raus, dass ich selbst dieser Ahne in irgendeiner schon war. Also sprich, da vermischt sich dann die Ahnenarbeit mit dem früheren Leben tatsächlich. Das ist auch sehr, sehr spannend. Ja. Gibt es überhaupt diese Übergänge öfter, dass ein fettes Thema sowohl durch die Ahnen erklärbar ist, als auch durch ein früheres Leben? Also die Thema Sichtbarkeit im Heilerischen tatsächlich ganz häufig. Also das heißt, wenn ich mit meiner Spiritualität, mit meinem Wissen, Heilwissen, was auch immer, irgendwas Neuem vielleicht rausgehe, fängt die Stimme schon an. Also ist auch in meinem Familiensystem klar. So. Dass da die Ahnen, Hexenverbrennung, man muss nur in die DDR gehen, also Wahrheit sprechen, all das Riesenthema. Richtig. So, und das hat manchmal schon so ein großes Effekt auf meinen Seelenauftrag. Mhm. Und dann kann es aber sein, dass ich selbst eben auch eine Hexe war, dass ich selbst verbrannt wurde, dass ich selbst gesteinigt wurde, geköpft wurde, weil ich für meine Werte einstand, was auch immer. Also das, und da hört ja, also bei früheren Leben gibt es ja unendlich viele Geschichten. Das heißt, das Symptom, ich habe Schwierigkeiten, in die Sichtbarkeit zu gehen mit meinem
mich wirklich zu zeigen, kann dann multifaktoriell sein. Absolut, ja. Genau, aber tatsächlich finde ich das die bessere Investition, wenn ich sage, ah, ich mache jetzt eine Marke und ich mache jetzt eine Homepage, wenn man es jetzt mal ganz praktisch angeht, und da ist keine Energie dahinter, das ist für mich erstmal verschwendetes Geld, wenn ich nicht an dem Kern arbeite, weil es geht darum, ich brauche gar keine Homepage, ich brauche gar keine, kein Marketing. Wenn ich, in meiner Frequenz bin, dann merken die Leute, ist das was? Geht die mit mir in Resonanz? Macht das was? Ja. Und dann kann man der Intuition folgen. Der Rest, ob jetzt, also was dann an Marketing wäre oder sowas, was die Leute dann machen, kommt, ist zweitrangig. Also in meiner Wahrnehmung. Finde ich auch total. Ich mache ja auch so ein bisschen Medienberatung und du kennst dich auch in dem Bereich super aus. Im Grunde geht es immer darum, herauszufinden, wo ist das eigene innere Feuer? Und wenn das mal am Lodern ist und man diese besprochenen Hindernisse ein bisschen verstanden hat, dann kommen die Ideen wie von selber. Klar, mache ich eine Webseite und da hole ich mir hier Hilfe. Genau. Ja. Oder auch genau andersrum, wenn ich dieses Feuer gar nicht spüre und immer nur sage, ich spüre das nicht, ich spüre nichts, ich habe nur diese Leere, ich habe diese Überforderung oder diese Schwere, die Trauer, dann nicht. Dann kann ich eine geile Webseite machen, Facebook, aber niemand wird anrufen. Genau, nichts. Genau. Und das Interessante ist, dass ich auch das Leben nicht, also ich muss mein Herz erst fürs Leben, für die Welt öffnen, damit die da rein kann. Das ist aber schön, schön gesagt. Oh, schön. Ja, und da, nichts spielt eine Rolle. Das Herz öffnen für die Welt, dass die da rein kann. Voll schön. Ja, ja. Ja, und wunderbar. Das auch nochmal. Man kann alles im Leben haben. Alles Geld der Welt. Man kann die tollsten Kinder haben, die tollste Partner, Partnerin. Man kann super viel in Urlaub fahren. Wenn das Herz zu ist, schmeckt das Leben da nichts. Ja, es kommt nicht an. Und auch dann ist man nicht schuld, sondern man ist halt in Themen und im Leid. Natürlich. Und so. Und das hast du ein weiteres angesprochen, finde ich auch ganz spannend. Also wir haben die Ahnen, wir haben frühere Leben, wir haben das Kollektive, wo du gesagt hast, DDR, ne, da waren gewisse Werte sehr wichtig. Man kann auch da eine Treue haben zu diesem Land, weil man gerne in diesem Land lebt. Gewisse Dinge sind da halt en vogue und andere nicht. In der ehemaligen DDR war es halt nicht so hip, so amerikanisch, ich bin der Größte. Das war einfach kein Wert. Ja, und deswegen, spannend. Ja, das Interessante ist, dadurch in meinem Job quasi bewerte ich ja nicht. Also ich bin ja wertfrei. Nur so geht's. Und deswegen denke ich immer bewertet? Gar nicht. Vielleicht unbewusst. Deswegen meine ich nur, gehe ich gar nicht in Bewertung rein und bin gar nicht oft in diesem Thema wie Schuld zum Beispiel. Mhm. Natürlich hat keiner da eine Schuld, sondern es geht ja darum, das nicht zu bewerten als da habe ich jetzt Schuld oder da habe ich was falsch gemacht oder, sondern hinzuschauen und hinzufühlen, was braucht dieses Gefühl gerade, was brauche ich, was braucht mein Herz. Mhm. Und wenn es jetzt, weil du gesagt hast, auch kollektiv, es kann sein, dass eben auch kollektive Themen da sind und dieses Thema Schuld ist kollektiv ein Thema. Hierzulande. Yes. Punkt. Genau. Ganz klar. Ja, und das ist auch nicht schlimm. Und es ist halt, vielleicht mir fällt gerade so ein Wort ein Erfahrungsfeld, in dem wir uns befinden, wo wir miteinander etwas erfahren, vielleicht auch kollektiv versuchen, als Seelengemeinschaft etwas zu lernen. Und das Thema, dass der Umgang mit Schuld und Nichtschuld ist ja auch wertvoll. Ja. Ne, kann man alles auch positiv sehen. Natürlich. Und ich finde auch, ich sage immer so gern, der Bewusstseinsweg geht über Jahrzehnte. Manchmal hast du ein Thema jahrzehntelang. Und da darfst du auch nicht denken, ich mache alles falsch. Nein, deine Seele untersucht es von allen Seiten, geht immer tiefer in der Erfahrung und dann irgendwann löst sich's. Dann kannst du vielleicht selber anderen Menschen dein Wissen weitergeben, wie auch immer. Total. Ja. Und auch sich davon zu verabschieden, dass das irgendwie zu Ende ist. Oder ich muss nur dieses das jetzt machen und dann geht's mir gut. Oder das sowas. Ist leider sehr weit verbreitet. Jetzt noch dieses Seminar kostet zwar 3.000 Euro, aber dann habe ich es wirklich geschafft. Ja, nee, also und das erzeugt auch einen enormen Druck für die Menschen zu sagen, ich muss jetzt sofort irgendwie heil sein oder sowas, sondern dahin zu gehen, dass es der Weg ist. Und der Weg kann sich zwischendurch echt richtig steinig anfühlen. Mhm. Sogar der eine Tag denkst du dir, oh Gott, das geht nicht, ich schmeiß alles hin. Und am nächsten Tag kriegst du so einen Pfirsich, der so richtig saftig ist. Und du beißt rein und sagst, was für ein juicy Peach, das Leben ist so toll. Ja. Und am nächsten Tag ist dann passiert halt was anderes. Ja. Und das ist das Leben. Und das Leben in seiner, wie ich vorher gesagt habe, in dem ganzen Kontrast anzunehmen und zu leben tatsächlich. Versus dieses, ich muss sicher sein in diesem Midtown da drin. Also voll schön, aber das ist ein Entwicklungsweg. Ich war früher schon auch sehr in mir gefangen und dann war ich froh, wenn es halbwegs weiterlief und so. Und
Ja, klar, ich war auch total gefangen und bin es auch immer noch zwischendurch. Ich immer noch auf dem Weg und immer wieder. Gibt es Sachen, wo ich denke, ich mache alles falsch, warum? Voll. Ja. Ich sag mal, all comes with a price. So schön, dass du sie ehrlich heute sein dürfen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir zahlen immer einen Preis. Mhm. Wir zahlen einen Preis, wenn wir uns nicht entscheiden und wir zahlen einen Preis, wenn wir uns entscheiden. Mhm. Und versuch mal zwischendurch immer ans Ende des Lebens zu gehen, ob das jetzt morgen ist oder in 50 Jahren. Auf was blickst du zurück? Auf was willst du zurückblicken? Ja, ja. Du wirst nicht zurückblicken und sagen, ah, habe ich Größe S getragen? Ja. Oder habe ich genossen? Habe ich das Leben gelebt? Genau. Ja. Und habe ich es angenommen? Und bin ich Risiken eingegangen? Ja, okay, dann ist das irgendwie schlecht gelaufen. Aber da habe ich ja wieder was Neues draus erfahren. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch was. Ich habe es noch nicht erlebt, dass in dem ganzen Schlamm, den man jetzt erlebt hat, auch in jeder Verletzung, in allem, so brutal es ist, und ich meine, ich habe das jeden Tag, aber ich finde jedes Mal eine Perle. Und die Perle, es geht darum, die Perle in dem Schmerz zu finden. Mhm. Und wenn die gefunden ist, habe ich es auch noch nicht erlebt, dass der Schmerz nicht heilen konnte, weil er plötzlich auch, also nicht, dass er einen Sinn bekommt, aber er hat zumindest auch was produziert. Mhm. Und jede Perle entsteht durch etwas, was eindringt in die Muschel. Auch voll. Ach, du hast so schöne Bilder. Wirklich ganz, ganz schön. Ganz schön. Hey, du hast so einen Optimismus. Ich finde das toll. Ich teile den total. Aber es ist einfach nochmal so eine feine Energie. So toll. Voll schön. Gibt es noch abschließende Worte, die dir jetzt in den Sinn kommen, die du unseren Zuschauern noch erzählen möchtest? Es war wunderschön bis dahin. Danke. Sehr rund. Ich glaube, den Mut zu vertrauen. Dass das Leben immer für dich ist und dass du dich auf die Perle konzentrieren kannst, die einfach nur entstehen konnte, weil was passiert ist. Und sich auf die Perle und die sich immer findet, manchmal erst hinterher, aber es gibt immer eine Perle, oder? Das kannst du also uns versprechen. Also ich kann sie, versprechen kann ich es nicht. Und das ist die, das, es gibt ja, also das, der, die Welt ist ja breit, es ist ja der ganze Kontrast, ja. Und Trauma, ich möchte ja nicht schönreden, das ist brutal, die zu erfahren, aber es kann auch durchzugehen, helfen, kostet auch durchzugehen. Es kann mal hart sein. Genau, und aber auch, es lohnt dass man sich. Das nicht alleine machen Richtig. Muss, dass auch dieses, dass man auch Hilfe ansehen kann als, das ist eine Abkürzung. Mhm. Warum sollte ich da so lang alleine durch? Ich gehe durch meine Sachen eigentlich seltenst alleine, weil ich sage, du hast immer 5 Minuten, ah, schön, cool, ich kann wieder weitergehen. Weil Zeit, und das ist vielleicht noch was, Zeit ist unser wertvollstes Gut. Und deswegen voll schön, dass wir heute Zeit zusammen verbracht haben. In einer Zeitlosigkeit. Wunderbar, ich danke dir sehr, liebe Anja. Voll danke schön, dir. Ihr merkt, wow, eine große Reise. Deswegen wusste ich, den Titel des Talks finden wir erst hinterher. Ganz toll, Dankeschön. Danke, bin gespannt, was es noch Schönes von dir geben wird. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Alles Liebe euch und viel Freude auf der Reise der Selbsterforschung und des Lebens und überhaupt. Bis bald.